Hallöchen. Ich mache mal wieder ein Review von einer Visual Novel. Beziehungsweise ich spiele mal rein. Das ist jetzt ja, wieder eine deutsche Visual Novel und ist jetzt praktisch ja so ziemlich die erste oder einer der ersten kommerziellen deutschen Visual Novels, und die offiziell auf Deutsch erscheint. Die Übersetzung hat mal wieder Marcel Weyers gemacht. Eigentlich wollte ich ja die erste ja, kommerzielle deutsche Visual Novel übersetzen. Das wäre Könshu gewesen, aber da gab es ein bisschen Probleme mit dem japanischen Entwicklerteam. Ich weiß es nicht, ob das Spiel die erste kommerzielle deutsche Visual Novel ist. Es gab noch ein anderes, das hieß Train of Afterlife. Davon wollte ich eigentlich auch ein Video machen, aber das hat nicht so ganz geklappt, weil das weil Train of Afterlife ist ein Flash-Spiel und das konnte ich nicht so gut aufzeichnen. Deswegen mache ich davon jetzt mal. Also ich spiele mal rein. Ich habe selber noch nicht reingespielt, ich spiele mal rein. Kaffee O, The Drowned Mermaid. Also Kaffee 0, die ertrunkene Meerjungfrau. Und der nervt mich hier die ganze Zeit. Das ist so wie irgendwie so ein Kellner oder sowas. Ja, also es ist kein. Es ist nicht wirklich ein professionelles Spiel, aber es ist ein kommerzielles Spiel. Also so halb professionell. Ja, also schon von so, ja, Fan gemacht sozusagen. Ja. Aber ich glaube, es ist ganz gut gemacht. Und der nervt mich jetzt hier die ganze Zeit, dass ich eine Auswahl treffen soll. So wie wenn ich im Restaurant wäre und mein Menü bestellen müsste. Also, damit ist halt gemeint, ich soll jetzt hier mal starten. Das ist ganz hübsch gemacht. Ich habe noch nicht selber reingespielt. Ist jetzt auch nur die Demo. Ja, nur, dass ihr ein bisschen gucken könnt, ja, was es eben so für ein Spiel ist und ob es was für euch ist. Und dann könnt ihr euch selber die Demo runterladen oder das Spiel kaufen oder was auch immer. Also, es ist wieder ein Otome-Spiel. Es ist halt wieder ein Spiel für Mädchen. Mehr oder weniger. Ja, deswegen heiße ich auch Marin. Ich glaube, das soll in dem Zusammenhang ein Mädchenname sein. Aber ich heiße natürlich Manu. Das ist auch ein Mädchenname, mehr oder weniger. Also Nachname. Manu. Ja, ich heiße jetzt Manu Manu. Toll. Nicht atmen. Wo bin ich? Warum bin ich hier? Chotto shitsurei, ojo-san. Ich glaube, ich spreche mal weiter, mein Text hier. Oh, tut mir leid. Also ich bin ja schwer beeindruckt, dass es hier japanische Sprachausgabe hat. Man merkt gleich, dass es ein kommerzielles Spiel ist. Also es ist viel professioneller als das andere Otome-Spiel, wovon ich ein Review gemacht habe. Ein alter Mann läuft an mir vorbei und geht in das seltsam strukturierte Gebäude vor uns. Ah, okay, ich hab's falsch ausgesprochen. Kaffee ist hier, wow. Ja, was für ein seltsamer Name. Soko no wakai ojo-san, anata wa hairanai no kashira? Ui. Hey, das ist ja mal eine sexy Stimme. Reden Sie mit mir. ここじゃこの建物以外何も見つかりませんわ。入った方がよろしいのじゃなくて。Ich öffne die Tür und betrete das Café. いらっしゃいませ。
Ja, finde ich auch. Das ist alles ziemlich bizarr. Aber warum? Ojo-sama, sassato haitte, aite iru seki ni osuwari kudasai mase. Dozo. Aha, alle sind weg. Omatasechte moushiwaki arimasen, Ojo-sama. Ja, warum kommt mir das alles nicht merkwürdig vor? Der Kellner kommt auf mich zu und serviert mir ein Glas Wasser auf meinen Tisch. Nein, Wasser, toll. Dozo. Gibt's nicht Bier? Hi. Sir? Wieso denn Sir? Sehr so komische, ja, aus dem Englischen übersetzt. Sir. Was soll das denn? Nandesho, Ojo-sama? Doch, ich heiße Manu, habe ich doch am Anfang eingegeben. Sore wa atarimae desu yo, Ojo-sama. Was meinst du damit? Wieso ist der Kellner jetzt... Kennt sie den Kellner jetzt irgendwie auf einmal? Dozo meshiagatte kudasai. Kibun ga sukkiri shimasu yo. Ist unlogisch. Er sagt sie und sie sagt du. Hi. Und sie sagt Sir, aber sagt aber du. Sir, du. Ist das wirklich ein Glas Wasser? So desu yo. Anata ga mita mama ni. Oh, wirklich? Dann gib mir doch ein Bier. Hi, Ojo-sama. Sein Lächeln kommt mir vor, als trägt es eine andere Absicht. Bist du sicher, dass das wirklich nur ein Glas Wasser ist? Mochiron desu. Also die japanischen Sprecher sind ja toll. Aber ich glaube, das ist gar kein japanisches Spiel. Ich glaube, das ist ein... eigentlich ein amerikanisches Spiel, wovon dann eine deutsche Übersetzung gemacht wurde und was japanische Sprecher hat, oder wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Selbst wenn es vergiftet wäre, ist es sowieso nicht von Bedeutung. Ich werde es sowieso vergessen. Was? Sie wird vergessen, dass sie vergiftet war. Schluck. Ich lehrte es in einem Zug.
die Meerjungfrau ertrinkt oder ist schon ertrunken. Warum geht's jetzt nicht weiter? Ach doch. Ich kann nicht atmen. Ich war diejenige, die das Wasser getrunken hat, aber warum fühlt es sich an, als würde ich von dem Wasser verschlungen werden? Tabi ni o kiotsuke kudasai, ojo-sama. Dieses gruselige, freundliche Lächeln, das er ohne Makel trägt, ist die letzte Sache, an die mich erinnern kann, bevor alles in Dunkelheit abdriftet. 3. 聞こえますか?海野さん? Ach so, sie ist in einem Swimmingpool ertrunken. Okay, macht Sinn. 3. Was passiert mit mir? Moment mal. War ich nicht vor einem Moment noch in einem seltsamen Café? Und dieser Ort, es sieht aus wie ein Schwimmbecken einer Schule. 大丈夫ですか? Hä? すぐに着替えて保健室に来なさい。自分の名前がわかりますか?なるほど。マリンちゃん行こう。あなたびしょ濡れよ。早く着替えよ。ああ、ミニクスに着替えよ。わかんないわ。見てみなさい。見てみなさい。気にしないで。あんなの無視無視。Kam es dazu, dass ich fast ertrunken bin? Zutto damatta mama da ne. Ne, nani ka omoidaseru koto toka aru? Ja, dass ich die ganze Zeit so still bin, liegt daran, dass die Musik jetzt hier wahrscheinlich zu laut ist, als dass man mich noch hören könnte. Sore tte, atashi no koto mo omoite nai tte koto? 私はアミ。私たちは親友だよ。そして、ついさっきあなたはプールで溺れかけたの。おい、ね、もう一度待ち続けます。なぜかの名前を押すくしも。それやんでいい。それって、私のことも覚えてないってこと?本当にかわいそう。それって私のことも覚えてないってこと?マリンちゃん、本当にかわいそう。
ください。もしあまり思い詰めないで、すぐに何もかも思い出すから。もちろん私を信じて。先生、着替えが終わりました。心配しないでください。それを聞いて安心しました。はい、どうぞ。で、本当に何も思い出せませんか？冗談じゃないですよね。Es hat keinen Sinn, hier noch länger zu bleiben. Ich stehe auf und drehe mich um. Was? Und drehe mich, um den Raum zu verlassen. Genau hinter mir ist ein Spiegel. Es ist ein ganz normaler Spiegel. Ein Spiegel, der alles vor sich reflektiert. Nein, wirklich, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Außer mich. Umino-san? Haha, ich kann mir schon denken, was da passiert ist. Also, sie ist... Also, naja, okay, ich sag mal lieber nichts. Also, never. Ich denke jetzt natürlich, oder das denkt jetzt wahrscheinlich jeder, sie ist tot. So diese typische Story, ja, sie ist tot. Mädchen ist tot, sie weiß es bloß noch nicht. Und findet es dann mit der Zeit so langsam raus. Gibt irgendwie 1000 Horrorfilme, die ungefähr so anfangen. Finde ich aber interessant. Also, ja, ich finde es auch gar nicht so irgendwie Otome-mäßig, das Spiel. Also ich finde das eine sehr interessante Story. Fängt da interessant an. Gut gemacht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch weiterspielen soll. Sonst weiß ich nicht, ob das überhaupt noch jemand interessiert jetzt. Ich denke, man kann das Spiel ja selber spielen. Also mein erster Eindruck ist eigentlich sehr gut. Ja, es fängt interessant an. Man muss aufklären, was passiert ist. Ob man lebt oder nicht. Oder wie man gestorben ist. Jo, und die Sprecher sind ja sehr gut. Alles sehr, ich würde sagen, ist alles sehr, ja, recht professionell gemacht, ne? Kein Vergleich zu dem anderen Otome-Spiel, was ich letztens, wo ich letztens ein Review zu gemacht habe. Und ja, das ist jetzt nur die Demo und ich habe und ich spiele ja die Demo jetzt noch nicht mal durch. Also spielt die Demo selber durch. Demo kostet ja nichts. Und ja, ich denke, vielleicht, wer weiß, vielleicht kaufe ich es mir sogar. Aber jetzt mache ich hier mal einen Schluss. Ich spiele dann wahrscheinlich alleine weiter, aber ihr könnt es ja dann runterladen. So. Ja, Link dazu packe ich in die Beschreibung oder so. Und erstmal, jo, also, ciao, ciao.